Guten Morgen, Harry. Ja, moin. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Dankeschön fürs Einschalten. Herzlich willkommen bei True Farming. So, es geht weiter. Harry, 5.50 Uhr. Heute wird zurückgeschlagen. Wir müssen sowas von in die Tasten glotzen. Wir haben hier so viel auf dem Zettel, dass wir einfach jetzt Vollgas geben müssen. Ja, ich habe die halbe Nacht hier geschraubt, während du, warst nach, schlafend in der Ecke gelegen hast. Ja, ja, Entschuldigung, ne? Der Chef muss sich die kreative Denkerpause nehmen. Ah ja, okay. So, Johannes, schön, dass du auch schon da bist. Das passt ja. So, die Sämaschine ist gewartet vom Fritze. Die ist fertig. Wenn du willst, kannst du auch schon anrufen. Die Rechnung habe ich auch so mit halb schlafenden Augen schon fertig geschrieben. Okay, perfekt. Wir müssen bitte ein was noch machen. Ganz wichtig. Ja. Erstens hat der Hofbauer die 60.000 nicht bezahlt. Ja, der muss schon eintreiben. Der Stecher die 3.400 hat er nicht bezahlt. Und wir müssen den Ringeletransport noch abrechnen. Der Stecher hat schon bezahlt. Das habe ich mit ihm abgewickelt. Stecher hat bezahlt, perfekt, das reicht durch. Ringeletransport, was machen wir für den Schwertransport? Für den Schwertransport, unser Service ist ja im Normalpreis bei 300 und zwar die Fahrzeuge noch mit dazu, gefahren auf Schaden. Ja, die Absicherung, die Anmeldung und so weiter. Also ich würde schon sagen, dass da so, dass wir so bei 1800 sind. Das ist billig. Viel zu wenig, gut. Wir sind dann mindestens bei 3,6. Was sagst du? Bei 3, der Dieselpreis, 6. Das ist schon... Ah, stimmt, ja. Was, 3,6? Ja. Okay, 3,6, ja gut, also hau dir in den Kopf, ne? Ist kein Problem. 3,6, okay, alles klar. Kannst du... Ach so, scheiße, ich muss das ja Lohan rufen. Kannst du mal bei dem Hofbauer nachfragen? Ja, natürlich. Kannst du da beim Fritzl noch die 1200 Euro eintreiben für die Sämaschine? Ja, sag ich dem. Falls er fragen sollte, an sich normale Durchsicht mit abdrückender Schmiernippel. Ich musste bloß, weil es halt wieder mal zu lange gedauert hatte, bis er sie hergebracht hatte, wieder einige Scheiben auswechseln und einige zinken. Okay, da aber 1200 passt, kommen wir hin, sagst du. Das kommen wir, da kommen wir hin, das ist gut. Alles klar, ich rufe mal an, ja? Okay, ich danke dir. Jo. Hallo? Hallo? Jo. Yo, ey, deine Sämaschine ist fertig. Ich wusste jetzt ja gerade, dass du 6.04 Uhr ins Handy gehst, Alter. Ich habe hier einen Betrieb zu führen, da muss ich mal früh aufstehen. Oh mein Gott. Ja, Fritze, kannst du mir Fritze geben? Kann mir einer mal bitte Fritze geben? Ich bin Fritze. Ich kann die Sämaschine gleich abholen. Ja, du kannst die Sämaschine abholen. Bring dir Schubkarre voll Geld mit. Ja, mach ich. Ja, 1200. 1200, das geht ja eigentlich noch. So, 1200, Sämaschine ist fertig, ne? Ja, ich komme gleich und dann überweise ich und hole die ab. Alles klar, wir kommen dann auch hoch wegen der Wartung. Ach so, ja genau. Ja, ja, danke schön. Alles klar, reingehauen, abgrüßt. Jo, tschüss. So, oh. Oder? Ja. Uns. So. Das müsste ihr... Hallo, Herr Fieber. Hallo, ja, der Chef, der Chef weiß es. Das habe ich ja schon Fritz uns geteilt. Der denkt jetzt, dass wir euch Silage verkauft haben. Nee, das stimmt nicht. Genau. Das habe ich ihm aber auch erklärt. Versteht er wieder was nicht. Und zwar, er war ja vor uns hier, ich hatte ihn angerufen, er hat mich gefragt, ob uns das LU Silage verkauft hat. Habe ich verneint und habe ihm erklärt, dass wir quasi sie damit als Fahrunternehmen beauftragt hatten, uns das zu liefern. Dass sie quasi nur die Fahrt übernommen haben. Gut. Wir aber alle weiteren Produkte, die sie gefahren haben, bei ihm gekauft haben. Korrekt. So, dann erklären wir ihn das, also für den Fritze das auch nochmal. Das hab ich schon gemacht. Ja, er hat wieder angerufen. Ach so. Weil er wollte jetzt von uns Silage haben, weil wir an euch quasi verkauft hätten, aber was gar nicht stimmt. Nee, das stimmt ja nicht. Nee, das ist ja Quatsch, das ist ja aber egal, das kann ich gleich wieder klären. Es geht jetzt um anderes. Okay, also folgendes. Sie sind da wegen dem Drescher, bitte sagen Sie, dass Sie da sind wegen dem Drescher. Den nehmen wir erstmal mit. Was? Ich hab noch was? Nicht mit dem Herrn Sachsen geredet, muss ich zugeben. Ja, dann lassen Sie uns das gleich tun. Kommst du rein hier, wir haben schön warmen Kaffee. Ja, wir haben extra, der Chef hat Kaffee gekocht. Kommt Kaffee rein. Ist warm und heiß und Milch hat keinen Preis bei uns. Und Zucker gibt's auch noch umsonst. Nee, lassen Sie meinen Kaffee. Wer hat den Kaffee gekocht? Der Harry. Ich natürlich. Bitteschön, Herr Sachsen. So, jetzt lass uns mal gleich ins Geschäftliche gehen. Okay. Also, Punkt 1 ist... Sie kriegen jetzt noch Ihre letzte Lieferung Kalk, dann gibt es eine Rechnung. Oh. Dann haben wir 300.000 unten abgeliefert. Aber ein bisschen was ist noch offen. Also um genau zu sein, 67.000 bekommen Sie jetzt noch. So, des Weiteren müssen wir jetzt mal echt über den Drescher reden. Das ist eine ganz wichtige Geschichte.
Wir würden den wirklich gerne kaufen, den Drescher. Wir würden den, also wir würden den gerne kaufen und würden den auch modifizieren und umbauen. Also wir würden auch nochmal Geld rein investieren und so weiter und so fort. Deswegen wäre schön, wenn wir da irgendwie auf den Nenner kommen. Ja. Sagen Sie mal dem Herrn Sachsen den Preis. Also wir haben den Drescher, also wir haben folgendes, wir haben ja den Drescher bewertet, haben uns den angeschaut und alles. Moment ganz kurz, ich muss mal fix was nachschauen. Der Mähdrescher hat ja einen Preis von 390.000 neu, Liste. Ja. Ne? Das Schneidwerk kommt auch dazu und der Grimmskrams und das Fahrwerk und so weiter, ist klar. Wir haben jetzt mal vorgeschlagen, ist ja ein gebrauchter Drescher, 325.000. So, jetzt weiß ich aber nicht, wir wissen ja nicht, wie Ihre Preisvorstellungen sind und wo die Reise hingehen soll. Wie Sie sich vorstellen, müssen wir halt drüber reden, ne? Ja. Ja. Ohne Moment doch. Ist also die Kupplung aufgegangen hier. Ja. Also würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir den Drescher noch einen Moment für uns behalten könnten? Weil ich nächste Woche noch bei einer Vorstellungsrunde bin von einer anderen Firma, mir da mal ein paar Maschinen angucken will. Na, und dann darüber noch eine Meinung bilden will, wegen, ne? Also es so geht, lange hätte ich noch gerne den Drescher gehabt. Also es geht ja jetzt, also. Im Endeffekt war es ja so gewesen, dass der Herr Fieber uns nach einem Angebot für den Case und den, optional den New Holland gefragt hat. Ja. Mit Schneidwerk. Ja. So, und da weiß ich jetzt nicht, ob sie sich, was sie sich da angucken wollen oder so, keine Ahnung, aber da wäre halt jetzt die Frage, ob das noch mit dem, ob sie da noch Interesse dran haben. Also Case oder New Holland. Kann ich leider erst nächste Woche sagen. Warum? Mach mir mal bitte ein Angebot. Mach mal deinen Katalog auf. Ja. Kennen wir eine Rubrik Mähdrescher? Ja, bin ich. Dann blätterst du mal für die letzte Seite. Ja. Schwarzes Ungedüm. Wollt ihr das echt machen? Ja gut, Na, ja. Als neuen T. Und dann sag ich dir, ob ich den mit dir mit eintausche oder dir verkaufe. Also ob ich dir dann den Preis, was du mir genannt hast, verkaufe oder nicht. Was ich dann mir vorstelle. Also ihr wollt den als 9T. Ja. Okay, pass auf, das macht Harry, ich spitze den Bleistift, wir machen das jetzt gleich hier. Oh, ja. Sonst dauert das alles zu lange. Okay. 9T. So, jetzt sagst du mir bitte, welches Schneidwerk. Moment, Katalog. Ja, da gibt's eigentlich, normalerweise wäre da das Powerflow. Ja, das Powerflow oder das Dynaflex. Powerflow oder Dynaflex wäre eigentlich unsere Empfehlung. Allerdings können wir ihn, es ist zwar ein New Holland in dem Sinne, aber es ist halt auch schwarz. Ne? Ich wollte gerade sagen, da ist doch noch so. Da haben sie halt den Schneidwerkswagen integriert, das ist halt der Riesenvorteil, ne? Geht das dann an diesen Drescher oder nicht? Das funktioniert, ja, da gibt es so ein Umrüstkit. Ja, dann würden wir das nehmen. Okay. In schwarz logischerweise, das wie der Drescher. Ja. Hat er die gleiche Breite, oder? Wie das eigentliche. Nein, das ist breiter, das hat 13,7. Ah, das ist noch besser. Das ist breiter. Breiter und integrierter Schneidwerkswagen. Das ist ja noch besser. Einmal das. Und wie gesagt, also ihr spart euch dadurch auf jeden Fall den Schneidwerkswagen, weil der Preis ist derselbe. Ja, ja. Einmal das. Ja gut, dann bin ich jetzt erstmal bei einem Listenpreis von... Warte auf Ihr Rückruf übrigens. Ja, mussten noch was anderes klären. 89, 97. Also ich bin bei einem Listenpreis von 598.000. Jetzt erstmal, Moment, das ist nicht alles. Aber warte mal, was ist denn hier schon wieder? Kann man ja mal ungestört sein. Was gibt's, Fritzel? Achso, du willst dein Ding abholen. Guck mal hier, wunderschön. Ja, wunderschön. Streit zum neuen Glanze. Braucht dich aber länger.
Der geht gerade nicht, ich bin im Geschäft. Ja, dann kann ich hier mit Harry... Nee. Nee, der ist auch im Geschäft. Wir haben gerade ein wirklich größeres Geschäft. Also ja, nicht falsch verstehen mit dem Geschäft. Mit dem größer... Ich will auch eigentlich ein Geschäft machen. Ich wollte was bei dir kaufen, aber gut. Wo ist Adler? Ja, Fritzl, dann... bleib doch hier, Fritzl. Ach, lass ihn, lass ihn nicht weg. Lass ihn zum Adler fahren, ganz ehrlich. Fritzl, du weißt doch, bei uns gibt's immer Qualität. So, komm rein, ich rechne schon mal derweile, Herr Fieber, ne? Gibt's einen Kaffee. Hm. Ja. Herr Sachsen, sehen Sie das, diese Masche? Ich kann, Harry, den können wir jetzt gerade, jetzt machen wir das Geschäft. Das wird noch größer, sag ich Ihnen gleich. Ach so. Ja, wir machen jetzt das Geschäft, das ist nützlich. Da hängen sehr, so viele Sachen jetzt dran. Es und ist sehr groß, Fritzl. Was? Ist dein Geschäft sehr groß? 40.000, 48.000. Schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. So, meine Herren. Entschuldigung, aber wir können halt nur eins nach dem anderen machen, es geht nicht anders. Also, ich verstehe das ja, dass natürlich, wenn da mehr Geld im Spiel ist, dann alles super, aber einfach so sagen, ja, tschüss, sorry, tschüss, bla, wenn du mein Geld nicht willst, also... Nee, aber wir haben jetzt schon dreimal gesagt, dass wir gerade im Geschäft sind, ich kann es ja nicht ändern. Ja, du kannst aber sagen, komm morgen vorbei oder komm später vorbei, komm in einer Stunde vorbei und nicht, ja, tschüss, alles klar, tschüss. Ja, komm bitte vorbei, wenn wir mit dem Geschäft fertig sind. Ich rufe dich an, okay? Nee, alles gut, brauchst nicht mehr. Jo, bis dann, ich klinge durch. Tschüss. Ja, ich rufe dann an, ciao. So. Also, sie haben sich auch lieb, sehe ich schon. Ja, das läuft. Ich muss mit denen telefonieren. Freue ich mich drauf. Ja. Will ich noch mein Stündchen warten, vielleicht? Wird besser oder schlechter, je nachdem. Das wird immer schlechter mit jeder Stunde. Also, Sie wollen jetzt. Interessiert Sie im Endeffekt, was Sie noch zahlen müssten? Ja. Okay, also ganz klar, der Idealdrescher ist das teuerste, was er überhaupt kaufen kann. Vor allen Dingen gerade als 9T, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay, ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde Ihnen für den neuen T-Drescher als wirklich klares Zeichen des Entgegenkommens meinen Einkaufspreis durchreichen. Also das heißt, ich würde Ihnen die maximalen Rabatte geben. Mehr kriege ich nicht, also billiger kann ich ihn nicht kaufen. Da habe ich an dem neuen T, und das ist jetzt wirklich ungelogen, 0 Euro verdient. Also wirklich 0. Und würde dafür jetzt den anderen gegenrechnen. Moment. Ich lege da nochmal was drauf bei dem John Deere. Und da wären wir bei einer Zuzahlung von. Lass mich kurz überlegen, ob ich jetzt die richtige Zahl sage. 220.000. Und da haben sie einen 600.000. Machen wir. Scheiße, es war zu billig! Nein, alles gut, war ein Spaß. Aber stopp. Stopp. Geht noch weiter. Geht noch weiter. Da können sie wieder verdienen. Machen sie mal ihren Katalog auf. Ja, bis jetzt habe ich nicht viel verdient. Da muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Ja, machen sie mal ihren Katalog auf. Ja. Soll ich sagen? Dann gehen sie, warte, ich mach das eine. Nein, dann gehen sie mal auf die Seite LKWs. Haben sie? Oder suchen sie noch? Nee, bin ich. Ja, jetzt kannst du. So, dann, da haben sie in ihrem Sortiment, ja, Tatra. Genau. Habe ich gesehen. Ja, den Phoenix. So, genau, aber selber, da, kann ich empfehlen. Okay, da möchten wir gern 2 Stück kaufen. Okay. Jeweils, weiß nicht, ob es geht, aber kann man da irgendwie hinten ein Zugmaul dran bauen? Ja, das geht. Ja, an beiden bitte? Ja, das geht natürlich. Beide, wenn es geht, in Fendgrün. Fendnatur heißt das, glaube ich, ne? Fendnature, hm. Genau. Felgen grau, ne? Ja. 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 Preis? Immer noch mit Drescher zusammen? Also, alles komplett? Nee, den Drescher können wir gerne einzeln. Ups. Drescher machen wir einzeln. Ja. Achso, Sie wollen wissen, was nur die 2 LKWs kosten? Ja. Okay. Ja. Armer. Die 2 LKW einzeln, dann haben wir noch ein drittes Teil. So. Also die 2 LKWs. 240.000 mit Zugmauer, mit Sonderlackierung, mit allem. Es gibt ein folgendes Problem, und zwar, ich muss Ihnen das erklären.
Es gab eine Umstrukturierung beim Adler. Also der Adler war bei uns und hat uns das erzählt. Dass es eine Umstrukturierung beim Adler gab, wir vermuten, dass es da irgendwelche Finanz, keine Ahnung, im Hintergrund da irgendwas gelaufen ist und da irgendwas, vielleicht das Finanzamt überprüft hat, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Adler anscheinend jetzt ein bisschen knapper bei Kasse. So hat es jedenfalls den Anschein gemacht und wir haben, das ist kein Geheimnis, einen ursprünglichen Einkaufspreis vom Listenpreis minus 15% gehabt. Ja. Wir sind aber an den Herrn Adler gebunden und können das, weil da die Kontakte zu den Firmen und Händlern bestehen, also zu den Marken. Und der Adler war da gewesen und hat uns diese 15% weggenommen und hat aus den 15% 8% gemacht. Das weißt du noch gar nicht, Harry, ne? Okay. Nee, aber das ist Tatsache jetzt so. Und hat aus den 15% 8% gemacht. Das heißt, 8% ist unser Spielraum, den wir als Dings haben. Gebe ich ihnen 8%, habe ich 0 verdient. Gebe ich ihnen 7%, habe ich 1% verdient. Naja, und den Rest brauche ich nicht erklären. Ich habe ihnen jetzt im Moment 8%, 4% gegeben bei den LKWs. Alles gut. Also nur mal zur Erklärung, ne, dass das irgendwo auch nachvollziehbar ist. Hm. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, damit kann ich sogar leben. Also der Preis ist gut. Ja. Okay, also 240.000 die LKWs halt, ne? Ja, genau. Ja. Ja, das andere darfst du machen. Und dann halt zu den einen LKW wollen wir ganz gerne. 240.000, ja. Ja, ja. Noch einen Keper haben. Und zwar den Krampe SB2. Den Dreiachser. Harry, kannst du den mal raussuchen, mir den Preis sagen? Krampe SB2 Dreiachser. So wie er steht. Mit normaler Trailburg-Bereifung. Ja. Okay, wollen Sie da lieber die normalen Standardreifen? Nee, nehmen Sie mal lieber die Breitreifen, das ist fürs, wenn man genau, doch mal was fällt. Genau, die empfehlen wir halt auch immer, ne? So, okay. Da wären wir beim Listenpreis von 79.700. 79,7 hat er, oder was? Ja. Ja, der geht halt wirklich nicht viel. Moment. Kann ich ihn 79,7 können wir 77 machen? Ja, klingt gut. Welcher Krampe war das? Der Dreiachser. Achso, der Dreiachser, ja, 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 ja. SB230. Was hab ich gesagt? 77? Nee. Ja. Ja. Ja, ja, ich glaube, das unterschreiben wir alles, oder? Ja. Ja, dann würden wir alles so nehmen, wie es gerade bestellt wurde oder wie es gerade aufgelistet wurde. Gut, also muss ich Ihnen sagen, dann wirklich. Ah, eine Sache habe ich noch. Ah ja. Okay. Der wunderschöne 939 bräuchte meine Wartung. Ach ja. Oh, ja, sehr gern, machen wir. Kein Problem. Irgendwelche Menge bekannt oder. Link, Kraftstoff, links Kraftstoff geht nicht. Kraftstofftank ist ziemlich leer, könnten Sie den gleich mittanken? Tank kümmern, ja. Ja, können wir machen. Und wie gesagt, Blinker links. Hinten. Okay, ja, schaue ich mir an. Alles klar. So, das wäre es eigentlich so gewesen. Okay, wunderbar. Soll ich gleich mal den Drescher überweisen, die 220.000? Also prinzipiell wäre es ganz gut, wenn Sie uns vielleicht alles überweisen. Weil dann könnten wir das die gesamte Bestellung so ordern. Dann sprich mal Gesamtpreis. 220, 240 die LKWs sind 460. Und 77 sind 537. Ich rechne nochmal nach, 220 plus 240 sind 460 plus 77 sind 537. Wie viel? 537.000. Genau, habe ich auch raus. Ja. Bisschen, weil das alles so perfekt, immer alles so perfekt läuft, bisschen was drauf gehauen. Ah, dankeschön. Vielen Dank. Das ist nett, vielen Dank. Wie gesagt, die Wartung machen wir und ich werde das direkt ordern und sage ihm Bescheid. Genau. Wir können es auch alles liefern, klar, wenn Sie wollen. Ja. Wir würden es sogar machen, da können wir vielleicht, wenn das für Sie okay wäre, können wir das kalt gleich noch mitbringen, den Rest. Machen wir so. Perfekt. Machen wir so, alles gut. Ja. Okay, super. Dankeschön. Jo, tschüss. Schönen Tag Ciao. Noch. Tschüss. So, jetzt muss ich meinen Friseur anrufen. Mein Auto steht da vorne. Ja. Harry. Mensch.
Boah, das war mein Geschäft jetzt. Ist ja Wahnsinn. Da müssen wir jetzt in die Potte kommen, das geht gar nicht anders. Ja, ist alles okay. So, der Schlüssel hat aber seine Sämaschine gar nicht mitgenommen. Oh, hey, ja, der hat die Sämaschine nicht mitgenommen. Oh, lol, ist ja nicht sein. Er war ja schon wieder so. Ja, musste ja wieder ganz schnell gehen, ne? Ja, ja, warte mal. Ja. Harry, frag mal, was der Herr Jäger. Oder Herr Jäger? Ja, ich weiß Bescheid. Wegen der Wartung? Genau, ich wollte fragen, wie das Angebot aussieht. Genau. Warte, Harry, ganz kurz, macht ihr das? Ruf mal den Fritze an, ja? Ja, na klar, alles klar. Fun, ja, alles klar, ich weiß jetzt, worum es geht. So. Hallo? Fritze! Jo, mein Mann, Freund! Ja, was ist? Ja, Mensch, wie geht's dir? Gut, und selbst? Hast dich wieder ein bisschen beruhigt? Ja, ich war nie sauer, alles gut. Du warst aufgeregt, das habe ich gehört, an deiner zitternden Stimme. Du fängst ja an, immer so die Wörter zu wiederholen. Ja, gut, das ist wohl wahr. Ich war ein bisschen aufgeregt, ich fand das ein bisschen, ja. Du warst sogar so aufgeregt, dass du vergessen hast, deine Sämaschine mitzunehmen. Ja, ich hatte hinten das Mehlwerk dran, das wollte ich eigentlich verkaufen und neues kaufen und hin und her und blablabla. Okay. Aber das komme ich jetzt als nächstes abholen. Gut, hast du denn noch was, worüber du mit uns reden möchtest oder nicht? Ohne Scheiß leider nicht, nein. Habe ich jetzt am Adler abgegeben, der ist schon dran. Okay, alles klar. Gut. Also wie gesagt, tut mir nochmal leid, aber da war wirklich, da ging es um sehr, sehr große Maschinen. Und da ging es halt auch was wir gerne ankaufen wollten und blabli und so weiter. Alles gut, habe ich vollstes Verständnis für, alles super. Okay, gut, ne? War auch nicht böse gemeint oder so, ne? Nee, mit denen hier, dann bis dann oder so. Ja, also jeder Kunde ist für uns Gold wert, ja? Das ist, ja, glaube ich. Alles gut. Alles klar. Gut, bis dahin, ne? Bis gleich, tschüss. Jo, ciao. So. Bei 2,5. 2,5, okay. Ja. Können Sie das noch vereinbaren mit sich, oder? Ne, ich bin aber schnell beim Adler. Ich muss halt bei Chef fragen. Sorry, ich muss mal ganz kurz hören. Ich muss mal ganz schnell zum... Ach, warte mal, Jäger! Dir können wir doch den großen Zettel mitgeben. Kann ich auch, ja. Pass auf. Mach dir eine dicke Notiz, Alter. Das Ding, das ist brutal. Ich schreib's auf dir, warte, hier. Dicke Notiz. Genau. Mähdrescher. Fendt. Mähdrescher. Bäh. Ja. Fendt, Ideal. Also der, einfach nur Ideal 9T. Hast du? Ja. So, Schneidwerk. Da gibt es ja zwei. Welches war? Nee, wir nehmen ganz anders. New Holland, das vorletzte. So. 31-62 Trapper, 45 Fuß. So wie es ist, mit der Farbe. Okay, warten Sie. Wiederholen wir mal kurz. Bin mal ganz kurz telefoniert, Chef. Ja, mach mal. Kam gerade Geld? Harry, kam gerade Geld? Ja, 1500. Ah ja, perfekt. Ja. Hast du? Hab ich. Okay, sag nochmal kurz, welches Schneidwerk? Na, das von New Holland, das 3162 Dropper 45 FT. In schwarz? In schwarz. Perfekt. Dann Tatra, LKW, Tatra. Ja. Der 6x6 Akkutrag ist klar, ne? Ja, gibt's ja bloß den einen. Genau, Zugmaul hinten. Ja. In Fendt Nature. Ein Trecker. Oder auch LKW. In Fendt Nature. Grün, meine ich, die Farbe. Ach so, in. Den Phoenix, den Tatra Phoenix in Fendt Nature grün mit Zugmaul. Ach so, gut. Ja. Zweimal. Also den zweimal, ne? Hast du? Warte, sofort. Ja. Und dann den Grambe. Den Grambe 3-Achser. Den SB2. Nee, das ist der Bandit. Habe ich was vergessen. Ah, hier, der für den LKW war. Der große. Genau. Mit
Drei Reifen. Der für, also der für den LKW, der große Anhänger, ne? Der Dreiachser. Mit Breitreifen, der Krampe halt. Sag mal, Harry, welche Räder sollten auf den Krampe? Auf den Krampe sollten Breitreifen. Trennepop sollten bleiben, aber Breitreifen. Okay, also hast du, Otto? Ja, es wird Breitreifen, Trellepop. Gut. So. Passt. Das einmal bestellen, unsere 8% abziehen, sagen, ja, was dann kommt. Aber jetzt die ganz große und wichtigste Lohnunternehmen. Frage. Lohnunternehmen. Ja. Gut. Perfekt. Sonst noch irgendwelche Spezifikationen, zwecks Farben oder so? Nee, gar nichts. Also alles, was ich so gesagt habe. Gut. Perfekt. Danke dir. Ja. Kurze Zwischenfrage, ja? Bevor der Herr Jäger geht. Miguel, hattest du für den Herrn Feldmann schon bestellt? Heilige Scheiße. Oder wollen wir das den Herrn Jäger gleich noch mitgeben? Ja, also, Herr Jäger, wir brauchen noch was. 4 Paletten Pappeln. Pappeln, sagen Sie. 4 Paletten. Genau. Denke mal, das ist dann für den Pappelklaus. Richtig. So, das war's. Gut, dann habe ich nämlich jetzt auch noch eine Information für Sie. Aber eine schnelle. Ja, und zwar, hier sind ja die ganzen Fässer, wo wir, wo Sie die Dings drin lagern, die den Düngemittel und Co. Ja, genau. Da werden noch Mietkosten kommen. Oh, ja, verstehe ich. Verstehe ich, stimmt, die sind vom, die sind von vorne. Da haben wir Ihnen eine Aktion geplant. Die roten und die blauen. Ja. Ja. Da haben wir eine Aktion geplant, die werden wir dann nach und nach auch zurückbringen. Ja. Alles klar, aber wissen wir Bescheid, ne? Genau. Danke Ihnen. Kurze Frage, was ist denn eigentlich jetzt mit dem 1046? Ja, das wissen wir nicht, das war ja zuletzt bei Herrn Hirschfeld in der Hand. Gut, weil ich hatte nämlich damals eigentlich mit Herrn Hirschfeld, eigentlich sollte das alles, was dem Zement gehörte, versteigert werden sollen. Und der Ertrag, was da rausgeht, sollte der Familie gut geschrieben werden. Ja. Und eigentlich hatte ich ja einen Auftrag gegeben, dass der Fendt repariert wird. Ich weiß jetzt nicht, wie da der Status ist. Da haben wir noch gar nichts gemacht, weil wir da nichts wussten. Genau, deswegen haben wir ihn überhaupt noch nicht angefasst. Gut, das ist ja dann kein Problem. Dann würde ich den nämlich jetzt einfach mitnehmen, und steht der bei Ihnen nicht im Weg. Ja. Und da haben Sie den wesentlich besseren Weg für die Bühne. Brauchen Sie nicht so arg rumrangieren. Wird halt eine lange Fahrt für Sie, Herr Jäger, ne? Der soll nicht reparieren. Wir hatten ja Interesse angemeldet, den so kaputt wie er ist zu kaufen. Ja, Interessenten. Da müsste man dann halt mit allen zusammenkommen und dann müsste man gucken, wer am meisten bietet. Sollen wir es vielleicht so machen, dass wir mal ein Dings machen, was kaputt ist, wie viel Reparaturkosten das wären? Und dass man dann halt den so wie er ist versteigert? Die Reparaturkosten könnten wir gleich festsetzen. Du hast das schon gemacht, Harry? Genau, das hatten wir ja schon mal gemacht. Herr Jäger. Ah, stimmt. Ich erinnere mich. Ich hatte an sich das eigentlich schon mal einen Auftrag gegeben. Genau, da ist das sogar erledigt. Dann Harry, hau mal raus. Herr Jäger, korrigieren Sie mich, wenn ich mich da jetzt täusche. Ja. Es sind 5.974. Der hat noch 4.700. Aber halt, wir hatten halt nur die reinen Reparaturkosten. Ach, sehen Sie, ich hatte gerade vergessen, die Arbeitsstunden abzuschlagen. Ach Mensch, tut mir aber leid. Genau, 4.700. Wieso jetzt schon die Arbeitsstunden? Die haben sie doch noch gar nicht gemacht. Ja, sehen Sie, das ist bei unserem Rechnungsprogramm immer gleich automatisch. Halt. Ja, okay. Na genau, da haben sie die, Passt? Gut. Wie gesagt, wir hatten das ja schon mal. Ja. Ja, wie gesagt, also ich fahre jetzt erstmal mit meinem Fan wieder nach zu uns, da komme ich zurückgelaufen und dann hole ich den vom Dings. Okay. So machen wir es. Steht ja bei ihm nicht im Weg. Genau. Ja. Gudi, dankeschön. Jo, bitte. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Ihnen auch. So, meine lieben Freunde, wir sind aber erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und zwar heute Abend im Livestream. Ja, heute Abend ist Livestream. Seid gespannt, es wird ein paar neue Ereignisse geben. Vielleicht auch nicht. Schaltet auf jeden Fall ein, 20 Uhr auf Twitch. Bis dahin. Ciao.